Ja. Ich weiß, ich bin eloquent und episch. Das zusammen ergibt Epilog. Nee. Elopik. Oh Mann, nein, das ist. Das ist Elopik. Nein, das ist eine Scheiß-Kombination. Ich weiß nur, dank einem Kumpel von mir, dass Schwarz und Weiß, diese zwei Farben zusammen Schweiß ergeben, ja? Bäm! Guten Morgen. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja, wen denn? Dich. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich mach dich fertig. Ihr legt euch gerade. Boah, mit einem echten Kerjan. Boah. Zack. Der Blitz kam etwas später, aber gut. Robert Zweihänder. Aber immerhin, wir haben EP bekommen und das nicht wenig. Glaube ich. Sein wir hier plus 70, okay. Sein, ach, plus 100, ne? Ja, schlug. Trinken wir davon ein paar. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Was haben wir eigentlich? Was bringt das? 500, Alter. Was ist, wenn das, wenn, was ist, wenn ich das essen würde? Teste ich doch mal gleich Speicher und dann. Sonst verkaufe ich das. Hat einen hohen Wert, also. Na, verdammt. So. Es passiert nichts. Yeah! Ich glaube, das behalten wir und verkaufen wir einfach. Also, wenn es einen Wert von 500 hat, so ein olles Kräuterding. Ich bitte dich. Wenn man so bedenkt, was haben die anderen für Werte? 10, 40, 40, 40, 10, 500 auf einmal. Bäm! Rechts von mir ist, glaube ich, die Höhle. Nee, noch nicht, oder? Ich glaube. Hä, hey, wo waren die? Ja, jetzt rechts. Ja, jetzt wird's ergibt Sinn. Ja, da ist rechts. Die Höhle. The Hole. The Glowy Hole. Falls ihr versteht, was es ist. Oh Mann, ey. Ihr Kreiserwitze oder heute. So, der erste suchen ist schon da hinten. Und die drei machen ein Kaffeekränzchen. So, Shalom, Shalom. Ich weiß noch nicht, werde ich einen Golem beschwören oder ein Skelett? Wenn ich wissen würde, welche stärker ist, dann würde ich das Schwächere aber nehmen. Ich höre doch schon die kleinen Viecher. Wow! Alter! Beide putt? Ich hoffe es doch. Du wirst mir auf den Sack gehen, Suchender. Ich hab Schaden gemacht. Boah, ich habe FPS-Einbruch, aber übelste Sorte. Jetzt könnten wir eigentlich die holen. Könnten. Aber ich würde mal sagen, der eine. Oder hier. Auch wir haben noch nicht geplündert. Hallo. Zack, zack, zack. Dennoch, der eine da hinten wird mir doch noch Sorgen machen. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um den zu testen oder den. Ich glaube, wir nehmen als erstes die magische Armbrust. Mal gucken, ob wir den ohne Hand so fertig machen. Passiert ja ja nichts. Oho! Oh.
Das war schon... Wow, heftig. Zack. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, trinken. Trinken. Und wir beschwören. Ach, warte mal. 5 Mana. Und was war das andere mit dem Golem? Ja, wo ist der Golem? Ey! Ist der. Habe ich denn mir. Ah ne, da ist er. Hm. Jeweils 5. Ich würde mal sagen, da Golem mehr Wert hat, ist das Skelett doch ein Ticken besser. Hoffe ich. Da 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 da. Du kommst zu spät. Mein Skelett. Das kommt mir wieder nicht. Mein Skelett. Das ist jetzt doof. Ich speichere mal und dann würde ich mal sagen, Attacke, ne? Kriegt ihr mich nicht? Ihr kriegt mich nicht. Ach, shit. Der nächste hat uns im Visier. Warum haben wir einen Blitz bekommen? Meine Güte. Ja. Als erstes... Normale Armbrust, bitte. Als zweites Heilpflanze. Oder Heilpflanzen fressen. Die drei Suchenden da. Die haben ja... wissen immer noch, wo ich bin. Das ist irgendwie unfair. Ich könnte natürlich Golem beschwören, aber ich probiere es jetzt erstmal so, Leute. So. Wow. 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 Gut. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Nein, leider sind das ja keine Tiere. Obwohl, man weiß es ja nicht. Mein Skelett. Umsonst. Verhökert. Ah, das Ongenos. Verdammt, der Hage. Mann. Ah. Ihr wisst gar nicht, wie mich das gerade etwas stört. Dass mein Skelett so gut wie nichts ausrichten konnte. Zurück teleportieren, aber diesmal müssen wir zum Kloster. Würde ich mal so sagen, ja. Aber und wir werden nochmal speichern. Nach dieser glorreichen Tat. Aber unfassbar, dass die Feuerringe dabei haben. Das ist ein bisschen OP. Und wo ist das Auge in uns nochmal? Das will ich nämlich jetzt mal versuchen anzusetzen. Zack. Nun denn, Milton. Ende. Gut. Sprechen wir nun mit unseren Allerheiligsten. Aber als erstes würde ich es doch eher bevorzugen, ein Nächtle zu veranstalten in die Hütte von irgendjemandem. Ihr seid ja immer so nett. Was, du hast geschlafen, bist ausgeruht. Regeneriert sich mein Mana? Jo. Neuer Tag, neue Offenbarungen, neues Glück. Alter. Das war aber nur eine tolle Unterrichtsstunde für euch, ne?
Ich weiß, warum ihr Röcke trägt oder so, sag ich mal, solche Roben, die man so hochziehen können, ne? Ja, der Pyrogan, ne? Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Aha. Wen soll ich töten? Um Inos Willen, natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Salandril, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Wie du das anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Aha, okay. Kein Gut. Pyroka, ich habe das Auge Innos gefunden. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Aha. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Was? Zu jenem Ort... Moment mal, das war es jetzt nicht, was ich machen wollte. Ich wollte zurückdrücken. So, zum Pass von Krenis zum Kloster, zum Großbauern, ey... Hafenstadt, bitte. Hafenstadt? Ah, da. Blip. So. Ich muss auch noch mal zu Salas, glaube ich, aber egal. Ich glaube da nicht dran. Wir kamen in diese Stadt als ahnungsloser kleiner Knecht und haben uns vermöbeln lassen öftersmals. Und nun, der sich mit uns anlegt, wird auch gleich mal sterben durch den Blitz. Da können wir leider nichts tun. Werden wir zwar von allen Seiten gejagt, aber... Ne? Also, Vatras. Guten Morgen erstmal. Aber ich weiß noch nicht, ob sie es wussten, denn... Pyroka schickt mich. Das Auge Innos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Aha, ich weiß wen. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung... der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes